Ich wollte sagen, mach dich bereit für einen Blick in die Zukunft. Aber die Zukunft ist ja längst da. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest. Wir gehen in die elektrische Playlist, würde ich jetzt mal sagen, rein. Wir haben da auch ein paar Events. Und ja, schauen mal, was wir da so alles machen können, was wir für Fahrzeuge fahren dürfen, was wir vielleicht auch am Ende noch bekommen. Ja, schauen wir. Vielleicht den Lotus, der dann gezeigt wird. Ich weiß es nicht. So, wir sind im Porsche Taycan Turbo drin. Da müssten wir, also den musste ich kaufen, damit ich das überhaupt freischalten kann. Jo, den habe ich eigentlich schon. Wunderwerk mit dem eleganten Stil eines Porsches und der rohen Kraft des Batterieantriebs. Denk daran, bringe ihn so unversehrt wie möglich zum angegebenen Ort. Es ist schließlich unser Vorzeigemodell. Okay, guck mal, wenn man vom Gas geht. Hört das sich echt so an? Das hört sich irgendwie so ein bisschen an wie bei Star Wars. Hört das hier, hört sich der Taycan wirklich so an? Ich weiß es leider nicht. Fehlt mir so das nötige Kleingeld. So, ich muss aufpassen, jetzt nicht einfach so reincrashen. Wir müssen ja heile ankommen. Irgendwie interessant. Weil. Hey, ist das Ding an? Jo. Ja? Okay, Fahrzeugzustand. Interessant. Mit diesem Auto. Alter, laber doch nicht. Biester zu schreiben. Und ich bin kein guter Fahrer. Gut, dass ich dich habe. Okay, und ich bin kein guter Schreiber. Ja, was ich sagen wollte, interessant. Man muss die Playlist freischalten, indem man den Taycan Turbo S kauft. Und dann habe ich den auch noch so ein bisschen getuned, ein bisschen optisch, ein bisschen mit Teile. Aber jetzt sehe ich gerade, eigentlich haben wir wieder die Originalversion. Egal, legen wir los. Ich kenne mich jedenfalls gut mit den Dingern aus. Der Porsche Taycan Turbo S, wo soll ich anfangen? Ist ein Porsche, aber eh. Hat aber trotzdem Turbo-Name, weil er turbomäßig abgeht, also... Ja klar, E-Autos haben halt schon eine geile Beschleunigung. Elektroauto des Stuttgarter Autobauers. Stuttgart! Varianten auf dem Markt. Der Turbo S, den du fährst, ist das High-End-Modell. Nicht schlecht, wir haben den besten erwischt. Ja, natürlich. Also, welches Modell sonst? Soll ich da den gammligen Taycan Normal Edition holen, oder wie? Natürlich hier das Dickste vom Dicksten. Soweit ich weiß, erreicht er 100 Kilometer pro Stunde in... Moment, ich muss kurz nachsehen. 2,8 Sekunden! Wow! Kannst du das mal austesten? Soll ich es mal austesten? Natürlich, ohne den Wagen zu schrotten. Natürlich. Oh, wir bleiben jetzt hier stehen. 1, 2, 3. Ah, wow. Ah, okay. Klar, okay, jetzt 0,8 da zu messen. Natürlich ein bisschen schwierig. Vielleicht habe ich ein bisschen zu schnell, zu langsam gezählt. Aber ja, knapp 3 Sekunden und wir waren über 100. Also kann schon hinkommen. Haben wir einmal schön ausgetestet. Wie das sich anhört, wenn man vom Gas geht. Ey. Ich weiß nicht, ob das sich in echt auch so anhört. Erinnert mich irgendwie voll an Star Wars. Die ganze Zeit. So, Fahrzeugzustand sieht bis jetzt noch perfekt aus, aber ich gehe halt immer wieder ein bisschen vom Gas, fahre ein bisschen langsamer. Oh, jetzt kommt hier nochmal. Jetzt habe ich noch ein bisschen was. Oh, guck mal, ganz oben sieht man minimal auf der rechten Seite ist ein bisschen schwarz geworden. Oder grau, oder schwarz. Nicht mehr grün. Ich glaube, da hinten am Kotflügel so ein ganz leichter Kratzer. Man sieht es eigentlich gar nicht, aber er ist da. Oh, geben wir mal hier ein bisschen Gas. Alter, weißt du, jetzt kommt hier noch die Mega. Hier diese Driftzone. Kann man nicht irgendwie auf dem Highway fahren oder so? Also das Fahren ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, aber der Verkehr dann noch. Oh, Moment mal. Ich habe ja so ein komisches Ding da an der Seite berührt. War ja nicht mal ein Auto, wo ich dagegen gefahren bin. Hier, da, die Dinger da, diese lilanen. Die haben mir ein bisschen Schaden gegeben. Wie schön ich hier fahre. Aber auch krass ist eigentlich, dass das Auto eigentlich fast nicht in Drift reingeht. Also klar kann man es natürlich wieder provozieren, mit zum Beispiel mit Handbremse.
Warte mal, so zum Beispiel. So ein bisschen. Ja, guck, da geht schon rein, aber im Grunde genommen. Das ist relativ wenig. Das muss ich fotografieren. Jo, mach ein Foto, wir gehen in den Tunnel. Mal so ein Turbo-Boost. Also ein Boost-Modus haben wir auch. Richtig geil. Also Nitro gibt's ja quasi bei E nicht. Hui. Also bei Elektroautos gibt's ja kein Nitro, weil es verbrennt ja nichts, aber da irgendwie so ein Boost-Modus. Eigentlich auch ganz geil. Also Nitro-artig. Bin ich dumm? Bin ich... Oh, verdammte Scheiße, bin ich dumm. Okay, 1,6 Kilometer, das hätten wir noch schaffen können. Aber wollten wir doch nicht. Jetzt ist gerade egal. Jetzt ist die erste krasse Schramme drin. Jetzt muss ich auch nicht mehr hier so mega drauf aufpassen. Aber wenn es geht, machen wir es schon. Okay. War ein bisschen zerstörbar. Dachte schon, ich bleib da mega hängen. Dann wäre der Schaden, glaube ich, noch größer gewesen. Bisschen, ja, Spaltmaß da vorne an der, was ist es, Motorhaube, kann man ja auch nicht sagen, ja? Stimmt nicht mehr so ganz. Also das Spaltmaß und Motorhaube nennt sich ja dann eher so Kofferraumdeckel, Frontkofferraumdeckel, keine Ahnung, wie man das dann nennt. So, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, weil wir jetzt in den Racing-Bereich gebracht haben. Wird jetzt noch irgendwie ein bisschen hochgepusht oder so, ich weiß es gar nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Glückwunsch! Dann mal weiter zur nächsten. Toll gemacht. Du hast wirklich gezeigt, welches Potenzial in dem Auto steckt. Und jetzt beginnt das Rennen. Alter, der Audi ist auch geil. Das Cabrio, so schön bei Regen. Die Corvette auch. Das ist schon mal nice. Da habe ich zum Glück ein Dach über dem Kopf. Aber da sind auch Verbrennungsmotoren dabei. Das ist so ziemlich alle. Ach, ich muss jetzt mit dem E-Auto die alle fertig machen, oder wie? Ich dachte schon, wir machen hier so mega so eine E-Rennklasse. Wow. Hä? Was bringt das? Das ist ja wie bei Hot Wheels Unleashed, hey. Aber was bringt das? Irgendwie Batterie aufladen, oder wie? Man kann theoretisch mein Boost aufladen. Das würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Alter, irgendwie rutscht der ein bisschen bei Regen. So, kommt da wieder so ein komisches Bodenauflade-Ding oder? Oder nicht? Irgendwie voll weit vorne. Ja, die E-Karre macht ja hier voll platt. Ja, tatsächlich, wird hier voll aufgeladen. Okay, nice, nice. Vergiss nicht, dass E-Autos eine unglaubliche Beschleunigung haben. Das solltest du dir unbedingt zunutze machen. Ja, natürlich. Ich bin auch schon gut vorne. Kann heißt lebhaftes junges Pferd auf Türkisch. Klingt nett, aber Türkisch. Porsche ist dazu bescheiden. Sieh dir das Ding doch nur an. Okay. Wieso hat Porsche, also ein deutscher Autohersteller, so einen türkischen Namen? Also jetzt nichts gegen Türken oder Türkei oder so, aber... Irgendwie ein bisschen doch interessant. Ach, das lädt gar nicht auf, meine Batterie. Also jetzt in der freien Fahrt hat die Batterie immer aufgeladen, so wie das Nitro aufgeladen hat. Aber hier im Rennen lädt das gar nicht auf, okay? Das ist so viel cooler als meine üblichen Rezensionen. Und viel verrückter. Also es lädt halt auf, wenn wir über diese komische Plattform da fahren. Das hat mir ja auch keiner gesagt. Wobei es eigentlich ja auch unrealistisch ist, dass Nitro sich über Zeit auflädt.
Aber hier haben wir jetzt ja quasi kein Nitro, aber deshalb dachte ich, das funktioniert so wie Nitro, aber irgendwie doch nicht. Alter. Schon ein bisschen hier rutschig, mit einem nassen Untergrund. Fahr auf die Nitro-Spur, um deine Nitro-Batterie zu laden. Interessant, wenn ich Nitro benutze. Für mich sind Stromer wie dieser Porsche die neue Macht im Auto-Universum. So eine Art Superheld. Was? Das meine ich ernst. Ja, ich weiß, ich bin da so zwiegespalten. Also klar, so die Power und so, aber die Effektivität auf Reichweite gesehen ist halt so ein bisschen, ja, schwierig. Aber, ja, also ist schon eine coole Richtung. Aber ob es halt die Welt generell rettet, denke ich jetzt eher nicht so. Alter, was ist hier vom Portal? Ich kann nicht glauben, dass ich Teil davon bin. Oh mein Gott! Richtig übel. Wieso habe ich dich einsteigen lassen? Gibt's ja gar nicht. Hier haben wir so ein kleiner Drift. Irgendwie im freien Fahren habe ich gesagt, der hält die Spur ganz gut, aber jetzt hier mit Regen. Weil wieder halt einfach hochzieht. Also klar, okay, in dem Boost-Modus. Ich glaube, in echt gibt's den halt nicht. Mein Held ist geboren. Das Auto ist Hammer. Du hast es geschafft. Wieso sind meine Reifen so dreckig? Gibt's ja gar nicht. Aber die Gegner sind viel zu leicht. Und hier, 10 Sekunden. Da müssen wir noch was ändern. So, wir haben eine neue Karre. Wir müssen zum Rennen fahren. Wir müssen wieder aufpassen. Wir sind wieder online. Ich bin bereit, aber erstmal raus aus der Stadt. Okay, der hört sich ein bisschen anders an. Nicht ganz so krass Star Wars, aber so ein bisschen. Ich hatte noch keine Zeit, ihn mir genauer anzusehen. Aber sieht schon nice aus. Ich werde mir vornehmen und jedes Detail herauskitzeln. Wusstest du, dass nur 130 davon gebaut wurden? Oh je, und ich darf ihn nicht kaputt machen. Weil sonst gibt es nur noch 129. Uiuiuiui, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir haben zum Beispiel mal hier breite Straßen, wenig Verkehr. Eve, Type 130, Omega. Aber eins ist er auf jeden Fall. Schnell. Jo, guck mal, hier schon 300. Eine Höchstgeschwindigkeit von 340 Kilometern pro Stunde. Alter. Das ist irre. Ja, vor allem, ich fahre auch fast so schnell. Ich will jetzt hier nicht in den Kratzer reinfahren. Oh, schaffen wir da denn die 340? Da bin ich mal gespannt. Vor allem auch, wo wir fahren. Hier so. Das nenne ich Understatement. Ja, so 315 ohne den Boost. Versuch mal wenig zu lenken. Ah, ich weiß, bei 317 mal. Der Wind scheint aufzufrischen. So, wir sind. Oh, gleich da eigentlich. Boah! Was macht denn hier? Was war das? Macht ihr von Anfang an die Beschleunigung des Lotus zunutze. Sah fast aus wie ein Fiat 500. So, wir sind da. Und gehen ins Rennen hinein. Alter. Okay, Bugatti ist mit dabei. Das kann mal interessant werden. Vor allem, ich habe die Schwierigkeitsgrad noch eins hochgestellt. Uiuiuiui. Und ich habe hier richtig fette Karren mit dabei. Und ich habe keinen Boost. Okay, hier der Bugatti. Schlechter Start, weil der Schwarze so ein bisschen langsam war. Aber hier auf der Geraden haben wir jetzt schon gute Vorteile.
Jetzt können wir hier sogar ein bisschen wegboosten. 313 km/h schon auf dem Tacho. Da geht's richtig rund. Genau, gleich wie beim Wetter. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen halt aufpassen, ob irgendwann die Verbrenner dann uns einholen und verbrennen oder abfackeln. Keine Ahnung, mir fällt gerade nicht so ein mega krasses Wortspiel ein. Alter, sind die schnell. 350 mit Boost. Ja, okay, 340 hieß es ja so generell, aber mit dem Boost kann er ein bisschen schneller. Kommen wir ja schon richtig auf Topspeed. Durch den Sturm und lieferst dir ein Rennen mit einem Haufen Monster. Was soll da schief gehen? Vor allem die Monster sind halt ganz schön da dran. Ich brauche ein paar gute Aufnahmen. Ja, das ist natürlich das Wichtigste, oder? Die Aufnahmen. Jo, okay. Kommen wir ran. War das gut, den Schwierigkeitsgrad hochzustellen? Aber das Spiel sagt bei jedem Rennen oder vor jedem Rennen, das ist für mich zu einfach. Klar, okay, wenn ich auch die ganze Zeit gewinne. Jo, genau. Und noch einer schluckt Staub. Muss einfach ein bisschen schauen, dass ich vorne dran bleib. Oder halt mit den anderen mithalt und dann am Ende gebe ich den Boost frei. Bei so einer Beschleunigung? Kein Wunder, dass der nicht auf die Straße darf. Bin aber auf der Straße. Und was macht der jetzt? Hä? Was macht der jetzt? Gar nichts. Okay, hier ist eine blöde Stelle gewesen mit dem Boost eigentlich. Ich hau mal einen noch raus. Wird aber hoffentlich nochmal was kommen. Fast geschafft. Nur noch die Fotos. Das Auto ist wie gemacht fürs Rampenlicht. Eieiei, ich bin gerade ein bisschen hinten dran, ey. Jetzt nur ein bisschen Offroad, okay. Geht mal weg von meiner Spur. Ah, guck, hat doch perfekt gepasst hier. Eieiei. Das war aber schon eng, hey. Das ist jetzt die Frage, war das Rennen so oder war das wegen der Schwierigkeit so? Weil das schon sehr übel war. So halbe Sekunde, aber es geht ja noch. War jetzt aber auch noch nicht mal so ein schweres Rennen. Also so, wir hatten ja eine Highspeed-Strecke, so ein bisschen Kurven, aber jetzt nicht so krasse Kurven. Also das kommt ja auch noch dazu. Sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.